Hallo, mein Name ist Karl Reuer. Ich bin Geschäftsführer und Kreativdirektor der Stoff-Werbeagentur und unter anderem betreuen wir Tourismuskunden wie Schladming-Dachstein und Seefeld-Tourismus. Also, eine starke Marke schafft es, sich durch ihre Werte von der breiten Masse abzuheben. Ich glaube, das ist immer so das Wichtigste. Und das gilt aber für alle Marken, also, das gilt jetzt nicht nur für Marken im Tourismus. Also es gibt halt viele Regionen und es gibt in Österreich viele, vor allem viele Skiregionen und die erscheinen auf den ersten Blick ja sehr ähnlich. Wenn man dann reinschaut und sich das Angebot anschaut und sich die Menschen anschaut, die dort leben und sich auch fragt, warum fahren die Gäste dorthin auf Urlaub oder was bewegt die jedes Jahr wieder, dass sie dorthin fahren, dann kommt man bald auf diese Werte, die man braucht, um die DNA der Marke zu kreieren bzw. zu finden. Im Grunde nicht wirklich. Also bei Markenführung und Markenentwicklung geht es darum, dass man eine langfristige Strategie verfolgt und schaut, dass man die einfach permanent, konsequent weiterentwickelt. Gerade im Tourismus gibt es vielleicht die Herausforderung, dass oftmals zu viele Menschen mitreden oder mitbestimmen und vor allem mit unterschiedlichen Zugängen und Meinungen mitbestimmen. Also im Tourismus ist es dann vor allem in Regionen oftmals der Fall, dass es eben Seilbahnen, Tourismusverbände, Hoteliers bis hin zur Politik und Umweltschützer gibt, die diese Marke formen. Und da sind oftmals die Meinungen und ganz grundsätzlich gegensätzlich zueinander. Ich glaube, dass man zu oft die Richtung wechselt und jetzt nur aufgrund der Geschwindigkeit und dem, was die anderen Regionen machen, dann seine eigenen Markenwerte eben wieder so ein bisschen außer Acht lässt, nur um mithalten zu wollen, weil das macht die Marke halt dann unglaubwürdig. Genau, da gibt es eben dieses Problem mit dem Massentourismus. Man hört es immer wieder in den Medien von Venedig, aber auch hier in Österreich haben wir das Thema mit zum Beispiel bei einem Kunden von uns bei Schladming-Dachstein, dass viel zu viele Gäste in Wahrheit auf den Dachstein rauffahren. Und da arbeiten wir mit Ideen dagegen, wie wir die Menschen über die gesamte Region verteilen können. Dafür, dass man überhaupt in die engere Auswahl kommt, wenn es darum geht, wo man den nächsten Urlaub verbringen möchte. Die Markenehrlichkeit. Nur so auch starke Marken entstehen können. Markensympathie ist nicht das Wichtigste. Also wenn wir Markenarbeit leisten, versuchen wir immer, dass man Love Brands gestaltet und wo es Liebe gibt, da gibt es auch Hass und ich glaube, man braucht bei Marken eben genau diese Ecken und Kanten, damit man auffällt und damit man dann auch geliebt werden kann.